Und der Vortrag hat ja viele Gesichtspunkte angesprochen, der aus der Arbeit von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, also ein sehr umfangreiches Themenspektrum, und das ist theoretisch ungemein voraussetzungsvoll. Da gehen sehr viele Annahmen ein, der Psychoanalyse im Sinne von Jacques Lacan, von der Diskursanalyse Foucaults, der Überlegung von Gramsci, und über viele dieser Dinge müsste man sehr grundsätzlich sprechen, um zu verstehen, wie genau dieses Konzept der radikalen Politik und auch der radikalen Demokratie entfaltet wird. Und es gibt bestimmte Gesichtspunkte, von denen ich glaube, dass Chantal sie jetzt hier im Vortrag nicht weiter erwähnt hat, die aber für das weitere Verständnis ihrer Überlegungen wichtig sind, nämlich das Problem auch des Agonismus. Ja. Ich will jetzt zunächst mal gerne an diese Frage anknüpfen, die in dem Vortrag angeschlossen hat an die Überlegungen von Boltanski und Ciapello, nämlich die Krise der Kapitalverwertung in den 70er Jahren, und das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, dass das Kapitalverhältnis oder das Kapital, was sofort dann in so eine Art Subjektvorstellung übergeht, nicht einfach nur reagiert auf die Initiative der Multitude oder der Arbeiterklasse von unten, sondern dass es eben auch Hegemonie und hegemoniale Projekte von Seiten der Kapitaleigner gibt. Lieber spreche ich insofern in subjektiven Terms. Das sind konkrete Akteure, die sich treffen, und das zeigen ja auch Boltanski und Ciapello, die treffen sich, und es gibt Kommissionen wie die Trilaterale Kommission, und die denken über die Krise nach. Ja, also die Krise der Gesellschaften, der kapitalistischen Gesellschaften der 60er und 70er Jahre, über die starken Streiks, die Proteste, die Sabotage, ja, der Arbeiter, der Arbeiterinnen, die Neigung, was den Industriellen Verband Frankreichs tief erschrocken hat, dass mehrere hunderttausend, vor allen Dingen jüngere Arbeiter, nicht mehr bereit waren, die Diktatur des Fabrikregimes zu akzeptieren. Und dann die Frage, was kann man machen? Und das ist genau ja die Frage der Krise und dann das, was Chantal ja auch beschrieben hat, die Aufnahme dieser Bedürfnisse von unten, der Versuch durch höhere Löhne, durch Autonomiezugeständnisse in der alltäglichen Arbeit, den Versuch zu machen, Teile der Arbeiterinnen für das Projekt zu gewinnen. Und viele der Dinge, die wir in den letzten Jahren erlebt haben als neoliberale Reorganisation unserer Gesellschaften, finden ihre Blaupause in dem, was die Trilaterale Kommission vorgedacht. Immer findet Hegemonie statt, immer ist irgendjemand hegemonial, weil immer irgendjemand die Differenzen unserer Gesellschaften zu einer Einheit verbindet. Das ist die Unterstellung. Damit entsteht immer ein hegemoniales Projekt, immer eine soziale Objektivierung, immer eine Totalisierung, eine kontingente Form der sozialen Totalität. Und radikale Politik bedeutet, das entweder mit Kollektivwillen herzustellen oder, wenn man andere Bedürfnisse hat, andere Lebensvorstellungen, einen Kollektivwillen auch wieder aufzulösen. Und diese Dynamik des ständigen Wechsels von Totalisierung und Auflösung dieser sozialen Objektivität ist das Projekt der radikalen Politik und der radikalen Demokratie. Jedes Hegemonieprojekt bedeutet Ausschluss. Anders kann es nicht sein. Chantal hat es eben auch noch mal gesagt. Es ist exkludierend. Anders geht es nicht. Aber aus meiner Sicht ist die Frage, die sich jetzt stellt, wenn wir sagen, ja, wir wollen einen Kollektivwillen bilden gegen den Neoliberalismus, wie viel Exklusion wollen wir damit machen? Was bedeutet dieser Exklusivwille, dieser Kollektivwille? Was bedeutet er an Exklusion, die wir damit
fordern, die wir damit betreiben, wie können wir das begründen, dass wir Menschen ausschließen? Auf eine bestimmte, neue, aber dann auch von uns gemachte Art. Der Unterschied zum Kollektivwillen ist, wir lassen es so und das bedeutet viele plurale Differenzen ohne Vereinheitlichung und das ist die Differenz des Konsums, der unterschiedlichsten Formen des Akzeptierens. Wir sind unterschiedliche Risikogruppen in der Altersversorgung, unterschiedliche Risikogruppen in der privaten Krankenversicherung, unterschiedliche Risikogruppen beim Zugang zu den Universitäten. Das nennt sich Chancengleichheit. Das ist das, was unsere Parteien, SPD, FDP und so weiter anbieten. Chancengleichheit. Nur noch ein Platz vorne bei den Millionären, aber alle dürfen laufen. Und gucken, ob sie die Chance kriegen, an diesem einen Platz zu landen. Also ich vertrete die These, ich habe das viele Male vertreten, der Neoliberalismus vertritt keine Hegemonie. Hegemonie bedeutet, dass die Kontingenz bewältigt wird, Kontingenz ausgeschlossen wird. Der Neoliberalismus herrscht mit Kontingenz, mit Ungewissheit. Alle sollen sozusagen immer mit dem schwankenden Charakter ihrer Lebensverhältnisse sozusagen neu umgehen können. Anthony Giddens hat es wunderbar formuliert. Wir müssen die Unsicherheit lieben.